Hallo, in diesem Video geht es um die Frage, wie man sich jetzt am besten eine Kontakteliste aufbauen kann. Ich möchte gleich dazu sagen, ich denke mal, eine allgemeingültige Lösung, denke ich, gibt es nicht. Da muss jeder auch so ein bisschen selbst kreativ sein und sich ein bisschen Gedanken machen, wie man das am besten umsetzen kann. Ja, ich für meinen Teil nutze zurzeit verschiedene Wege. Ja, zum einen benutze ich beispielsweise Facebook, knüpfe dort nach Möglichkeit jeden Tag neue Kontakte und ja, spreche mit den Menschen einfach so ein bisschen über das, was ich beruflich mache, lade sie auf meine Webseiten ein, ja, oder schlage den Link vor zu meinem kostenlosen E-Book, was ich derzeit anbiete. Dann benutze ich auch noch Xing.com, verfolge da ungefähr die gleiche Strategie. Des Weiteren habe ich einen Twitter-Account, da gehe ich ein bisschen anders vor. Da folge ich einfach jeden Tag immer so eine Handvoll Leuten. Ja, je nachdem, wie ich lustig und Spaß habe, können das dann auch mal 200-300 Leute sein, denen ich dann mal eben folge, und viele von denen folgen mir auch, und so baue ich mir eine Kontakteliste auf. Und ich arbeite jetzt im Augenblick ja hauptsächlich mit meinem E-Book, das den Titel trägt Global Geschäftskontakte knüpfen. Das können Sie, wenn Sie Interesse haben, gerne auch direkt bei mir anfordern. Dazu brauchen Sie bloß die Domain globalgeschäftskontakteknüpfen.de aufrufen. Es ist eine Umlaut-Domain, also Sie können die Umlaute richtig als Umlaut eintippen, ja, und nicht damit AE und so weiter rumwursteln. Und zurzeit habe ich meinen Twitter-Account eben halt so, dass ich, man kann ja da ständig neue Nachrichten reinstellen, und ich habe einfach im Moment nur den Hinweis zu meinem neuen E-Book auf globalgeschäftskontakteknüpfen.de habe ich dort einfach als ersten Tweet praktisch stehen. Das sieht jeder so. Wenn ich jetzt also neuen Leuten folge, die gucken sich ja auch einige oder wahrscheinlich alle davon kurz vielleicht mein Twitter-Account an und sehen dann auch schon, aha, da gibt es den Report, und wer Interesse hat, lädt sich den herunter. So verteile ich also auf diese Art und Weise durchaus recht erfolgreich diesen Report. Und ja, was mache ich noch? Muss ich glatt mal erstmal überlegen. Ja, das sind eigentlich schon die wesentlichsten Punkte. Des Weiteren bin ich noch bei einem E-Mail-Marketing-Dienst, mit dem schicke ich jede Woche einige hundert E-Mails raus. Das ist nicht sehr viel, dafür aber auch kostenlos, und ich denke, das genügt für meine Zwecke, weil E-Mail-Marketing an sich ist sowieso nicht sehr effektiv. Da, ich meine, man kennt das Problem, überall ist irgendwo Spam und man kriegt ständig irgendwelche Werbemails. Das wird nicht mehr so sonderlich wahrgenommen. Ich mache es auch ein bisschen, aber da sollte man nicht zu viel von erwarten. Also ich denke, eine wirklich gute Möglichkeit ist, wirklich mit anderen Menschen reden über das, was man tut. Und eben, das wie in dem ersten Teil des Videos schon beschrieben, dieses E-Book zum Beispiel verschenken auf diese Art und Weise. Und so sammeln sich mit der Zeit halt natürlich immer mehr Kontakte an. Was auch noch empfehlenswert vielleicht ist, ich nutze zurzeit es gibt ja so Besuchertauschsysteme, normalerweise halte ich da gar nicht viel davon, weil da kann man sehr viel Zeit vertrödeln und im Endeffekt bringt es nicht viel. Es gibt aber einige wenige Plattformen von solchen Tauschsystemen, die doch sehr viele Mitglieder haben. Da kann man dann durchaus auch mal so für 10 bis 20 Euro 1000 bis 5000 Leute anmailen. Ja, also man kann bei dem Betreiber dieses Besuchertauschportals dann eben E-Mail-Werbung kaufen, und das bringt durchaus etwas, gerade wenn man jetzt im Bereich Online-Marketing vielleicht Informationen, wie so ein E-Book, wie ich es habe, anzubieten hat, da treffe ich ja in dem Moment genau meine Zielgruppe. Ja, das ist, wenn sie jetzt Tierfutter auf diese Weise vermarkten wollen, ich glaube, das würde nicht so funktionieren. Also wie gesagt, letztlich, da müssen sie selber bisschen kreativ sein, denn jedes
jedes Produkt hat ja auch wirklich irgendwo eine andere Zielgruppe und jede Zielgruppe verhält sich anders, hält sich in anderen Bereichen irgendwo auf und das muss man halt ausfindig machen. Da kann man jetzt pauschal nichts sagen. Wer möchte, kann natürlich auch, weiß ich nicht, jede Woche über Google zum Beispiel, ja, jede Woche versuchen so 1000 bis 5000 Leute über Google zu bekommen. Sie kennen das sicherlich, dieses AdWords, da kann man dann Textanzeigen aufgeben, was weiß ich. Wenn ich jetzt meinen Report nehme, dann könnte ich zum Beispiel auch einfach als Überschrift global Geschäftskontakte knüpfen und dann dort drunter schreibt man dann: In diesem Report erfahren Sie, wie Sie global erfolgreich Geschäftskontakte knüpfen können. Punkt aus. Und dann klicken die Leute schon drauf. Das kostet natürlich jedes Mal Geld, wenn einer draufklickt. Aber dafür bekommen Sie dann natürlich auch qualitativ relativ hochwertige Interessenten, wo Sie sicher sein können, dass da auch Menschen dieses Angebot wahrnehmen werden. Das, denke ich, wäre eine Möglichkeit, die Kontakteliste sehr schnell zum Wachsen zu bringen. Kostet aber halt entsprechend natürlich auch nicht. Da müsste man wahrscheinlich so mit Kosten von 50 bis 200 Euro monatlich rechnen. Ist aber, denke ich, für den Aufbau eines Geschäfts durchaus nicht teuer. Also es kommt, wie gesagt, letztlich immer darauf an, was man machen will, was für eine Zielgruppe man hat. Ja, gut, ich denke, das ist zu der Frage, wie baue ich mir eine Liste auf, doch erstmal recht ausreichend. Da habe ich jetzt die wesentlichen Punkte angesprochen. Ja, wenn Sie noch mal Näheres wissen wollen, ich meine, im Großen und Ganzen steht da auch ungefähr das Gleiche drin, aber noch mal vielleicht von einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Sie können sich gerne über globalgeschäftskontakteknüpfen.de auch noch mal meinen Report anfordern. Da wird auch Attraction Marketing drin erklärt und beschrieben, worauf es zu achten gilt. Also natürlich kann ich jetzt nicht alles, was in dem Report steht, hier auch noch wiederholen. Also da werden schon noch ein paar neue Sichtweisen für Sie wahrscheinlich zu finden sein. Und der nächste wichtige Schritt, der noch zum Attraction Marketing gehört, ist dann natürlich der technische Hintergrund. Ja, was muss ich tun, damit das alles funktioniert, dass also das E-Book nicht nur einfach verschenkt wird, sondern dass tatsächlich auch ich Leute in meiner Liste habe. Und dazu schauen wir uns im nächsten Video mal einen Online-Dienst an, mit dessen Hilfe man sich so eine Liste aufbauen kann. Da kann man alles schön eintragen, auch mit Follow-up-Mails. Also es handelt sich da um einen Autoresponder, wie der im Einzelnen funktioniert und wie man damit arbeiten kann. Dazu dann mehr im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg.